Herzogin Meghan, Harry enthüllt, so sollte sie beim ersten Treffen mit Charles stühlen. Das erste Treffen mit den zukünftigen Schwiegereltern dürfte immer aufregend ausfallen. Noch aufregender dürfte es allerdings sein, wenn es sich dabei um den zukünftigen Monarchen von Großbritannien handelt. Für die damalige Meghan Markle, 41, also kein einfaches Unterfangen, bei dem sie allerdings Nachhilfe von ihrem heutigen Ehemann, Prinz Harry, 39, erhalten hatte. Denn wie dieser in seinen Memoiren spare, zu DT Reserve, offenbart, habe er mit Meghan diesen Moment verschiedene Male geprobt. Diese Nachhilfe umfasste unter anderem das Üben des richtigen Knickses und die korrekte Ansprache von Charles. Und auch für Camillas Begrüßung briefte der Bruder von Prinz William, 40, seine zukünftige Frau. Er empfahl ihr allerdings, im Gegensatz zu seinem Vater, zur Begrüßung nicht zu knicksen. Das sei nicht nötig. Nur ein rascher Kuss oder ein Händeschütteln genüge demnach. Und auch in Sachen Styling erhielt die ehemalige Suits-Schauspielerin eine umfangreiche Einweisung. Demnach sollte Meghan ihr Haar offen tragen und nur wenig Make-up tragen. Harry führte das mit der Begründung aus. Das Paar, wie er immer wieder König Charles in seinen Memoiren nennt, es mögen würde. Wenn Frauen ihre Haare offen tragen. Paar mochte keine stark geschminkten Frauen. Warnte Harry außerdem seine große Liebe und empfahl ihr in puncto Schminke ein reduziertes Make-up. Meghan kam diesen Empfehlungen nach, setzte auf wenig Make-up, offenes Haar und ein schwarz-weißes Kleid mit Tellerrock, das ein Blumenmuster zeigte. Und in der Tat, Harry beschrieb das erste Treffen von Meghan, Charles und Camilla als vollen Erfolg. Doch diese Jubelstimmung war leider nicht von Dauer. Verwendete Quellen, Sprache von Prinz Harry.